Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Genesis in meiner Solo-Runde. So, ich bin noch in den Vorbereitungen fürs Schneegebiet auf jeden Fall. Ich brauche Kleber. Wenn wir noch ein Wasserglas mitnehmen. Das sollten wir auf jeden Fall machen, bevor wir aufbrechen. Und ein bisschen Munition kann jetzt wahrscheinlich auch nicht schaden. Dass ich noch ein paar Schuss mehr mitnehmen kann vielleicht. Ich habe nochmal ordentlich Holz nachgelegt, dass hier Holzkohle nachproduziert wird in der Zeit. Ja, 10 Pfeile. Ich könnte nochmal eine kleine Runde auf dem Stego machen. Ein bisschen Fleisch nehme ich auch noch mit. Und das Metall schmeißt ihr hier noch rein. So, das läuft auch durch. Wunderbar. Kleber mit. Dann will ich noch mal eben gucken, wo ist denn der Wasserkrug hin hier? So, 2 Kristall, 5 Tierhaut. So, das kriegen wir hin. Einmal herstellen bitte. Ich weiß nicht, ob wir da so gut an was zu trinken rankommen wie hier im Sumpf. Da regnet es ja immer. So, hier sind noch 10 Schuss, hast du 34. Ja, für einen kleinen Ausflug reicht das, ne? Hast 8 Bolas. Vielleicht hast du Glück und wir kriegen irgendwie gleich mal einen Wolf oder so. Das wäre natürlich wirklich Glück. Hab ich mir noch ein paar 10-Pfeile machen sollen. Ein paar Narkos würde ich auch mitnehmen. Das heißt, du brauchst noch ein paar Pfeile. Wie war denn das so? Ja, 12. Das passt. Gut, dann lass das mal hier. Und dann machen noch 12 Betäubungspfeile gleich. Das sollte dann aber reichen. Fast 50 Betäubungspfeile, das haut schon hin. Und 20 Narkos packe ich mir auch mal vorsichtshalber in die Tasche. Wahrscheinlich werde ich eh alles verlieren. Ich werde aber eine vorsichtige Runde erstmal machen. Ich möchte gerne auch wieder lebend zurückkommen, wenn es geht. So. Das Glas füllen. Dann schwinge ich mich in meine Pelzkleidung und wir machen uns los. Das mag ja was geben. Ah, Leder lasse ich dann erstmal hier. So soll es sein. Ich hoffe, es reicht. Wir könnten was betäuben. Viel bauen können wir nicht. Ich mache ein Stückchen hier rüber. Ohne es jetzt länger rauszuzögern. Wahrscheinlich komme ich an und bin instant tot. Wir gehen mal nördlich. Teleport in Vorbereitung. Fangen wir im Norden mal an. Arktikbiom, weiße Transportkuppel. Dann stürzen wir uns mal rein. Bin gespannt. Ich starte mal mit einer Bola. Vielleicht rettet es mir das Leben. Auf geht's! Ja, hallo. Da sind wir. Genau richtig. Dodos ist gut. Die fressen mich wenigstens nicht gleich auf. Oh, da oben kommt irgendwas. Bist du ein Wolf? Nicht die Fackel anmachen. Nee,
ich jetzt schon... Oh, 130er Dödi? Wow, den werde ich aber mit meinen paar Pfeilen wahrscheinlich nicht klein kriegen, aber das wäre ja schon mal cool. Ein Schaf! Sieht geil aus hier, oder? Guck mal hier die Bäume. Oh, das Schaf könnte ich schon mal echt gut gebrauchen. Zum einen für Pelz zum Reparieren. Wow, Tetsi. Oh, zwei Schafe. 50 und 100. Ich nehme das 50er. Glatt umgeprügelt. Erstmal Fleisch. Oh, Tierhaut ohne Ende und Pelz. Wow. Okay, das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Wir können Hallo sagen für ein paar Sechsecke. So, wo wollen wir mal hin? Hat sich ja jetzt schon gelohnt, der Ausflug. X-Argentavis und noch ein kleinerer Dödi. 20 ist mir ein bisschen zu klein. Der 130er ist echt interessant. Lass mal überall ein bisschen umgucken. Vor allem vielleicht mal kurz auf der Karte. Wo sind wir hier? Okay, nordwestlich. Auf jeden Fall. Das heißt, ich würde mich eher mal so in die Richtung hier machen. Hinter mir ist dann schon eher Kartenende, ne? Immer schön zum Argentavis. Dass der dir ja auch gleich die Augen auspicken kann. Du bist ja auch ein Hübscher. Wenn du nicht bloß 20 wärst, würde ich dich mal versuchen. Hätten wir gleich mal einen relativ sinnvollen Tame mitgenommen. Vielleicht gibt es ja auch einen Ankylo hier. Den würde ich auch auf der Stelle mitnehmen. Alter, 90er Megatherium. In weiß. Wo ist denn der Agi hin eigentlich? Schön die Augen offen. Wenn hier so ein Rudel Wölfe kommt, dann bist du auch gewesen. War da was? Nee. Ein bisschen nervös hier, dass ich mir hier irgendwas... Megaloceros. Mhm. Leben hatten das 2000. Ein 145er Dire-Bär. Wow. Was ist denn das? Hört sich irgendwie nicht gut an. Ey, ein Bär wäre der Knaller. Aber den kriege ich doch niemals hier gezähmt. Müsste ich mir sogar schnell einen Käfig hinstricken. Frisst er auch Hammel? Ich weiß es gar nicht. Steine hat es hier genug, ne?
würde, ich werde das probieren. Den 145er Bär, wenn ich den kriegen könnte. Ich weiß nicht, ob meine paar Pfeile dafür ausreichen, ehrlich gesagt. Kann ich das auch abhacken? Nee. Jetzt nur die richtigen Bäume nehmen. Das Wintergebiet gefällt mir mega gut, ehrlich mal. Muss ich ja mal sagen. Dieses Gerumpel, ne? Von den Lawinen, das macht mich immer nervös. Ich sollte auch langsam mal ein bisschen Gas geben. Dem Terzi sollte ich auf jeden Fall mal aus dem Weg gehen, ne? So, bauen wir hier vorne den Zähmkäfig auf. Oh, das ist ein Nashorn sogar. Ja, so hier irgendwo, ne? Obwohl das nicht gut ist, wenn der Terz hier rumstratzt. Wie viel kann ich bauen? 3. Ich kann hier auch überall bauen, ne? Das wäre jetzt nicht das Problem. So, woran hapert's? An Stroh auf jeden Fall. Vom Rest hättest du sogar noch ein bisschen was. Ein paar Steine brauchst du aber auf jeden Fall auch noch. Ich versuch's halt. Mal schauen. Rein theoretisch müsste ich mir dann auch hier eine kleine Base oder sowas zulegen. So, wie groß muss denn das sein? Reicht das hier auf 4? Gehen, ne? Ja, komm. Probier's mal aus. Terzi, lass mal in Ruhe. Ich gehe mal hier auch einen Baum abhacken. Dass der Bär vor mir steht, dann mache ich auch nochmal einen spitzen Schuh. Oh, warte mal. Ich weiß nicht, ob das so schon reichen wird. Die 4, dann brauchst du noch 2 auf jeden Fall. Wie viel kann ich denn noch bauen? Na, 2 kannst du sogar noch. Wird probieren, ob ich den da eingesperrt kriege, ne? Wir schauen mal. Frage ist, kommt der Bär hier rein? Ja, das geht. Wenn er gleich überhaupt noch da ist. Eine spontane Zähmkäfig-Geschichte. Hatte ich jetzt eigentlich auch nicht auf dem Plan. So, jetzt würde ich versuchen, ihn hier durchzulocken, dass er hier reinkommt und dann hinter ihm zubauen. Geht das? Scheint mir riskant. Wollnashorn. Bär? Da ist er noch. Alter, der macht mich so nass, ne, wenn ich den jetzt hier anlocke. Das in so einem schäbigen Zähmkäfig. Ach komm, probier's aus, was soll's. Siehst du ne?
sehe ihn jetzt nicht mal wirklich. Das ist wieder so ein Schnellschuss. Hinter dem Megatherium quasi. Aber wirklich sehen kann ich ihn nicht. Wie ich den nicht sehe, ne? Da ist er. Ist er hinter mir? Hilfe! Sag mal, der hängt da, oder was? Der hätte mich doch lange Meter verfolgt, der Gute. Bist du noch sauer? Ne, da ist er doch. Oh. Jetzt habe ich mal einen weiten Weg vor mir. Und so ein Bär ist schnell auf gerader Strecke. Oh Mann, das wird ganz bestimmt gut gehen. Er kommt. Oder auch nicht. Was stimmt denn mit dir nicht? Nicht die nicht lecker genug oder was? So, ein Fall kriegst du an den Arsch gekriegt. Wow. Okay, hier wäre er schon mal drin. Was, wenn ich aber rauskommt? Wo ist denn der Terzi? Schnell mal ein Stück Fleisch gegessen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich versuche es jetzt einfach mal. Den provisorischen Zähmkäfig hier. Bis jetzt hat es gar nicht so schlecht funktioniert. Aber es wäre nicht arg, wenn ich irgendwas dazwischen kommen würde. Vielleicht brauche ich auch einfach 20 Falle mehr, wie ich habe. Oh nein. Guck mal ganz kurz, ob ich das hinkriegen kann. Ja, wird knapp. Wahrscheinlich noch ein paar Pfeile craften hier zwischendurch, wenn es ganz krumm läuft. Haut schon ab. Das
Das war schon ziemlich blutig, muss ich sagen. Das war der letzte Pfeil. Ach du Scheiße. Das ist ja wieder gut vorbereitet. Schnell ein paar Narko-Pfeile machen. Bevor er wieder was verliert. Hat doch echt wenig Gesundheit, ne? Er könnte ja kurz vor knapp sogar drauf gehen. Wo ich den betäubt habe mit den Pfeilen. ...477 Leben. Ah. Okay, zwei, drei Schuss noch. Ich schätze mal noch einen, dann könnte er liegen. Guck nochmal bitte. 8, 6, nee, ich muss noch. Ah, 9, 2. Alter, ist das knapp. Junge, Junge, Junge. Bärchen! Reicht es? Ja. Er liegt, oder? Der Bär liegt mit dem letzten Pfeil. Geile Sache. Jetzt musst du nur noch zusehen, dass du den irgendwie hier durchbringst. Ich weiß gar nicht, ob ich den mit Hammel zähmen kann. Guck mal, wie geil der aussieht. Nein. Da eben habe ich eine Lawine gesehen. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht bis hier hin. Und macht Schaden an meinen Bären hier. Dann schwillt mir aber der Kamm. Ich würde ihn erstmal hungern lassen. Und gucken, dass ich das hier verteidigt kriege. Megalocerus, hier ist erstmal bis auf den Terzi da hinten. Der jetzt aber erstmal chillig ist. Nichts weiter groß, ne? Weil wenn ich jetzt mit dem Bär nach Hause komme, dann fange ich ja was feiern an. Ich weiß nur nicht, ob der vielleicht sogar Narkos brauchen würde. Ich würde auch erstmal gerne wissen, ob ich ihn überhaupt mit Hammel zähmen kann. Erstmal komme ich gar nicht dran an den dicken Hintern hier. Alter, genial. Und zwar rucki-zucki sogar. Da brauche ich nur drei, dann ist er fertig. Leute, ich habe es nicht geglaubt, aber es könnte was werden. Wenn ich jetzt nicht nur echt Pech habe, haben wir unseren ersten Bären. Megalocerus, gleich kommt Wolf angerannt. Dann werfe ich mich dazwischen, du. Oh, ey, nicht, dass du Stress machst hier. Terzi, das wäre nicht so geil.
Hat jetzt nicht super viel Gesundheit, der Bär. Müssen wir mal gucken, was er jetzt noch dazu kriegt. Wie ist denn der Taming-Effizienz? 100%. Okay, sehr gut. Der hat sie... Nein, da fällt ein Nashorn runter. Bin ich ja froh, dass nur ein Nashorn ist. Also gar nicht, ob ich schon einen Sattel machen könnte, aber... Was ich habe, das habe ich, ne? Dafür hat das jetzt mal spontan zu gut geklappt. Die Teile, die stecke ich mir natürlich erstmal wieder in die Tasche. Dann müsste ja auch eigentlich gleich soweit sein, hoffe ich. Grüß mal bitte, mein lieber Bär. Vielleicht nochmal 90er. Ja! Wir haben ihn! Okay. Ich mache mir jetzt erstmal weg. Ich habe Hammelfleisch und ich habe einen gezähmten Bären dabei. Ich glaube, wir machen uns eben mal zurück nach Hause. Dass der erstmal safe ist. Und ich... Teleport bereit. Ich bringe die Gutste erstmal ins Moor. Na du? So, da bin ich ja schon mal vom ersten Ausflug relativ begeistert. Wir haben uns noch nicht wirklich hier umgesehen. Und ursprünglich hatte ich auch nur Ausschau nach einem Wolf gehalten, aber ich nehme auch einen Bären. Teleport aktiviert. Wenn das hier so gut klappt. Da sind wir. Genau richtig. Oh. Ah. Komm mal bitte hier lang, dass wir dem Schwein erstmal ein bisschen aus dem Weg gehen. Machen wir mal einen kleinen Bogen um das Schwein. Was stimmt denn mit dir nicht? Komm mal bitte hierher. So. Denn nicht der schlauste Bär zu sein. So, Bärchen, wir müssen mal eine Runde schwimmen, dass wir jetzt hier auch nach Hause kommen. Wo ist meine Base? Ach, da. Ich weiß, ein bisschen ungewohnte Umgebung für dich, aber ich würde meine Tiere schon erstmal hier ein bisschen sammeln wollen. Du bist ja jetzt auch neutral, ne? Du kommst doch bestimmt hier im Sumpf auch gut zurecht. Ich find's geil. Erster Versuch, gleich hingehauen. Perfekt. Mein Freund, der Bär. Brauche ich nur noch einen anständigen Namen für. Oh, ist das ein männlicher? Ach, guck mal an. Soll ich eine Froschzucht aufmachen? Ich würde sagen, ich mache demnächst mal eine Froschzucht auf. Aber für die Runde soll es das erstmal gewesen sein. Ich bin begeistert. Wir haben uns gleich mal einen Bären mitgebracht aus dem Schneebion. Dann machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wenn das so war, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Da freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ark Genesis. Macht es gut. Bis denne. Ciao.